Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite darf ich begrüßen den Manu. Aloha. Und ihr seht hier das wunderschöne Farbenspiel der LKWs. Ist schon beeindruckend, ne? Wie alle Farben da vertreten sind und immer wieder einer von denen, einer von denen, einer von denen fährt. Eins links, eins rechts, eins fallen lassen. Genau. Eins links, eins rechts, einer drängelt sich rein. Hier haben wir noch unsere Steinzüge. Auch da werden wir uns in dieser Folge mit Sicherheit noch mit drum kümmern. Aber erstmal müssen wir sehen, dass wir die Werkzeuge von der Tram auf den Zug bekommen. Da haben wir in der letzten Folge ja schon ein bisschen was vorbereitet. Zu der Brücke wurde hier im Live-Chat gar nichts gesagt. Aber wir müssen, das ist mir gerade eben erst aufgefallen, in der Pause, und zwar kommen wir mit dem Zug gar nicht hier rüber, weil die Straße im Wege ist. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen knifflig. Und zwar werden wir jetzt unsere LKW-Linie ein bisschen pimpen. Nichts Tolles, nichts Großes. Aber es ist wichtig. Schubs, 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 schubs. Schubs. So, und dann schubsen wir die hier auch noch weg. Ja, 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 mecker mal ruhig mit mir. Mit mir kann man es ja machen. Okay, Manu? Jo. Jo. Eiskalt, der Typ. So, sollen wir mal gucken. Wenn wir es hier weiter rüber schubsen, könnte es Schwierigkeiten geben. Mit der Brücke, ja. Also eher in die andere Richtung. Also gehen wir erst. Oder erst die Schiene bauen und dann die Straße. Nee, es müsste ja, wenn wir jetzt gerade werden, müsste ja, dürfte ja überhaupt keine Probleme mehr geben. Den mag gleich. Dann könnten wir auch den Huckel wegmachen, wo keiner was zu geschrieben hat, ob wir den wegmachen wollen. Also bleibt er. Was? Haben wir nicht gewettet. So, zack, schwupp. Das sieht schon viel besser aus. Der LKW ist erst mal 2 Meter runtergefallen. So, jetzt brauchen wir ja nur noch diese schmale Straßenanbindung noch. Genau, auch elektrisch. Ja, weil da fahren ja die Dinger lang, die Zufahrten unter genau. Umständen. Das sind die Zuführungslinien. Oh. Die Ampel so. Noch weg. Die Ampel noch entfernen. So, jetzt haben einige Straßenfahrzeuge ein bisschen Probleme. Das müssten aber die hier, glaube ich, sein, genau. Wir lassen auch das durch. Hast du sie auf dem falschen Fuß erwischt? Ja. Und du? Verkaufen. Alles drei rote Linien oder naja, überwiegend rote Linie. Eine gelbe dabei, also eine goldene. So, oh, 4 rote und eine goldene, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, 3 rote. Macht nichts. So. 2 goldene. Das haben wir schon mal fertig. Und dann müsste jetzt ja theoretisch auch hier die Straße rüberpassen. Haben wir gar nicht probiert vorher, aber passt. Die Schiene, ja. Die Schiene. Die Schiene über die Straße. So wollte ich das sagen. So, ja, da wir in unserem 160 km/h so gefesselt sind, warte mal, können wir hier vorne ja schon anfangen. Ja, eigentlich direkt nach der Brücke. Hauptsache macht wieder eine andere Brücke daraus, ey. So ein Schlingel, ne? Achso, weil hier vorne die andere Brücke ist. Die will ich aber nicht. Ich will die. Nee. Oder will ich die? Ah, ich glaube, ich nehme die.
ich die Brückenpfeiler-Kollision schon wieder. Ja, das passt ja mit den 180. Ja, sehr mehr gut. Kriegt die Brücke ja nicht auf die Reihe. Nö, mehr brauchen wir auch mit dem Güterzug nicht. War das mit der Holzbrücke ist da stabiler. Die Brücke wollte mich ärgern. Wie kann sie denn nur? Das sieht besser aus. Dann nehmen wir auch gleich genau den Brückentyp. So, und dann wollen wir hier hinten nochmal ein bisschen was umbauen, ne? Ja, da war irgendwas mit. Wir wollen ja hier auf die Strecke drauf. Das heißt, hier machen wir erstmal eine Modernisierung der Gleise. So, das hätten wir schon mal. Und dann müssen wir nochmal nach der Temperatur gucken. Tempo. Geschwindigkeit. So. 118. Mal gucken, da geht nichts drüber. Also können wir da schon mal erstmal wegreißen. Fresh bauen. Und fresh bauen, genau. Das Stück lassen wir da noch, weil die Zuführung brauchen wir ja bei Gelegenheit. Warte, da ist ein Signal. Zack. So, wir können ja hier vorne gleich quasi da ansetzen. Machen wir nochmal einen hoch und ein kleines Stückchen runter. Ein kleines hoch. Dann ist das gut. 188 ist auch eine tolle Geschwindigkeit. Und jetzt gucken wir mal, in welchem Radius wir hier so ein bisschen gut vorankommen. 210 ist natürlich ein bisschen über. 160. Das ist ja fast genau dasselbe, wo wir jetzt sind, ne? Das war bloß, glaube ich, der Ausläufer das Problem. Jetzt haben wir uns mit der Straße und dem Bahnübergang so viel Mühe gegeben. Ja, aber wir gehen ja an selber Stelle wieder rüber. Mal gucken, ob es wieder einen Huckel gibt. Vielleicht kriegen wir den Huckel da weg. Nee, so nicht. Ja, wenn das musst du halt neu ziehen. Ja, Ja, ne? Ja, dann passt's wieder. Finde ich auch. Nur die Schiene macht ein bisschen blöden Hockel. Ja. Aber da sind wir ja ziemlich einfach gestrickt. Wenn wir dahin bis zur Straße bauen, dann kriegt er es ja im zweiten Ansatz meistens ganz gut hin, ne? Ja. So wie jetzt. Und dann bauen wir von da aus nämlich auch dann weiter. Dann können wir nämlich hier schön gerade durch. Man sehe ich schon, da hinten sehe ich schon unsere Abfahrt, die wir haben. Hier kommen wir mit den Strommasten sehr gut hin. Warte mal, ich guck mal eben von der Höhe her. Wow. Lock's doch einfach direkt an. Mal gucken, was er draus macht. Nee. Oder wissen wir, wo wir hingehen müssen. Das passt. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier vorne den Rest noch weg. Und dann können wir den wunderschön hier anbinden.
und haben unsere Rückfahrtstrecke fertig mit 160 km/h. Mhm. Und ist noch die Zuführung wieder dran, Clem? Mhm. Reicht doch dicke. Und damit? Aus der Dinge rausführen, ja. Das ist, glaube ich, das Geschicktere. So, dann reißen wir da nochmal wieder ein Stück ab. Altes Gleis reicht uns ja. Ist ja nur eine Zuführung. So. Und damit haben wir das auch. Wunderbar. Oh, Schnapszahl 111. Prost. 111. Einmal. Zweimal. Dann hier hinten natürlich, wenn wir wieder unsere Strecken vereinen. Am besten vor den Strommast immer den. Den Winker setzen, den fantastischen. Oh, Sie haben Nachrichten. Oh. Ja. Chicago Tribune. Nachdem die New Country Logistik Group im letzten Jahr ins Zeitalter der Elektrik angekommen ist, werden nun Gerüchte laut, dass das Baupersonal nicht genügend ausgebildet ist, um die nun folgenden Baumaßnahmen zu bewältigen. In diesem Zusammenhang hat die New Country Logistik Group wohl auch ihre Personalpolitik geändert und versucht nun qualifiziertes Personal zu finden. Aha. Gerüchten zufolge soll sie an der Verpflichtung eines ehemaligen Mitarbeiters eines deutschen Verkehrsunternehmens interessiert sein. Er ist für seine Ideen bekannt, aber auch für seine vielen Versuche, neue Baumaßnahmen durchzusetzen. Sein Name ist lautet Rainer Zufall. Ach, Rainer, ja, den kenne ich auch noch. Sie sind auch auf zombie.de gesehen. Auf der Jobbörse. Ja. So, dann haben wir das, haben wir das. Hier können wir noch ein Signal zwischensetzen hier. Hier haben wir ein Signal vor, da haben wir ein Signal vor, hier zum Reinfahren und hier rauf, genau. Ja. Denn, ja, Rollmaterial. Rollmaterial. Für Bausteine, für Werkzeug. Werkzeug. Mit 160 wollte der junge Mann fahren. Da könnten wir ja mal die PRR ausprobieren. Ja, also wir müssen ja gar keine 160 fahren. Wir können 160 fahren. Das ist ja nur für die Zukunft gebaut. Ja, dann lass uns doch mal bei den Cargo-Wagens gucken, ob wir überhaupt irgendwas in 160 hätten, was uns da hilft. Ach, schon wieder? Ich glaube nämlich nicht dran. Das Thema hatten wir doch, glaube ich, ne? Ja. Nein, hat sich nichts geändert. Bleiben wir bei 120. Ja. Und du möchtest ja bestimmt gerne elektrisch fahren, ne? Ich würde es nicht ausschließen wollen. Dann bietet sich ja an eine MILF. So teuer willst du kaufen? Ja. Obwohl 2 Millionen ist eigentlich günstig. Ich wollte gerade sagen, also es ist eigentlich nicht teuer. Nehmen wir halt so 3 MILFs. Wofür willst du 3 MILFs? Ja, für die 80 Waggons hinten dran. Welche 80 Waggons? Mit dem ganzen Werkzeug. Ich habe keine 80 Waggons gekauft. Fangen wir doch mal mit einer MILF an und hängen noch mal ein paar Wägelchen dran, so auf 200 Meter oder so. Genau. Hast du eigentlich den Bahnhof schon elektrifiziert? Nee, habe ich noch nicht. Die Bromberg waren 120 oder waren die 100? Die Bromberg? Was für Bromberg? Ja, weil da oben sind ein paar Brombergs. Die sind auch 120, ja. Ah, wollen wir die mal nehmen? Wir können alles nehmen. Stimmt auch wieder. Oh ja, das amerikanische mit Century. Ach ja. Boxcar-Werk. Boxcar, ja. Oh. Das passt ja vielleicht sogar noch besser dazu. Da haben wir ja ein bisschen Auswahl. Können wir von jedem einen nehmen.
Oder? Ja, genau. Wir können ja einen von den Brombergs ranlassen. Ja. Und dann, ja. Gleichmäßig, ungleichmäßig verteilen. Wie viel wollen wir denn nehmen? Jetzt haben wir 200 Kapazität, das reicht, glaube ich, erstmal, ne? Ja, gut. Für den Anfang. Können ja mal ein bisschen. Also, wir merken uns Norfolk Western. Bunt durchlöschen. Ja, ich habe ja nicht alle genommen. Naja, aber dass wir ungefähr wissen, wo wir sind. Vielleicht noch so einen weißen. Aber den hast du ja auch schon, glaube ich. Ja. So, jetzt habe ich es wieder gemacht. Erst gekauft, dann die Linie erstellt. Wieso? Wir können eigentlich mal als Challenge machen. Also, wir wollen von da oben. Was fällt dir auf? Uns fehlt da noch ein Gleis. Uns fehlt da noch ein Bahnsteig. Eigentlich ein ganzer doppelter Bahnsteig, genau. Den hast du schon angebaut. Ich habe ihn ja, um die Entfernung zu kriegen, habe ich das ja gemacht. Da war ja was. Wir erinnern uns dunkel. Wer war es? Der alte oder der neue? Nach heftigen Turbulenzen wieder zurück in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Perse, vielen Dank für deinen Resub, mein Lieber. Vielen Dank für deinen Support. 22 Monate auch schon dabei. Der Perse. Jetzt müssen wir davon das Gleis noch ein bisschen modifizieren, dass wir überhaupt rauskommen, oder? Ja. Wenn du das Gleis anlegst, dann verschwinden noch wieder die Stämme. Ja, genau. Müssen wir ein elektrifiziertes Gleis nehmen? Ja, es wird sich anbieten auf Dauer. Oh, wir zaubern die Holzstämme wieder weg da. Die Jungs vom Verladeterminal, oh, nicht schon wieder umräumen. Was hat der Chef sich denn dabei wieder gedacht? Diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Genau, wir haben es gerade drüber geräumt. Als hätten wir nichts Besseres zu tun. Du bist erst auf Hilfe für Bahnsteig. Ja, das ist so bei einem Kilometer, ne? Ja. Ich weiß auch noch nicht, wie wir da. Na gut, da könnten wir eigentlich relativ gut rauskommen. Weil wir irgendwie hier reinkommen in den Bahnhof. Vielleicht mit schnellem Gleis? Vielleicht. Sie werden schon Wetten abgeschlossen mit 60. Oh, 74, ja, 72. Ja gut, das ändert sich ja in Zukunft schon noch. Hoffen wir es, ne? Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bei deinen Projekten. 60er Ausfahrt. Müssen wir ein bisschen modifizieren. Oder nochmal noch ein bisschen Luft. Da haben wir noch ein bisschen Luft, ja. Ein bisschen sehr viel Luft. Oh, 138 ist ein bisschen schwach, ich glaube. Der Brücke. Die fährt ja. Da abtauchen. Was? Und runter durch bis die 160 kriegst, da hochkommen. Im Moment ist ja eh noch die Brücke, ne? Für später meinst du, ne? Ja, oh, probieren können wir es. 60 da, ja,
Ne, wenn ich abtauche. Muss unter dem Ding durchkommen. Der will nicht abtauchen. Nee. Nicht von der Brücke fallen. Der am Straßentunnel fahren oder nee, hinten im Bahnhof. Ja. Komm, jetzt geht das, das ist ja krass. Und das war noch genau eine 160. Ja, habe ich auch gekriegt. Hä? Moment. Aber wir kriegen trotzdem, na gut, wenn wir hier, nee, mit der Brücke rüber können wir auch nicht. Nee, können wir vergessen. Ja. Das funktioniert nicht. Die Brücke vorher schon abtrennen. Sieht dann auch wieder nicht gut aus. Das lässt sich eh nicht anders machen. Ja, dann müssen wir wohl. Ja, 106 ist ein bisschen, ja, 130 vielleicht. Arbeiten können. Arbeiten müssen. Na, also. Was? Ja. Für frei geplant nicht so schlecht. Erinnert mich so ein bisschen an Hafen Schwerin in der letzten Staffel. Und er zauberte noch dreimal raus und da nochmal eine Höhe und ja, dann war die Zufall perfekt. Ja, damit kann man schon leben. Mhm. Und auch mit der 70 müssen wir auch leider uns mit arrangieren, wird irgendwann nochmal anders werden. Hier ist ein Signal. Da dran hast du ein Signal. Ja. Haben wir. Das heißt, hier haben wir ein Ausfahrtsignal. Und da hinten haben wir auch. Blocksignal auf der Brücke hast du auch, ja. Gut, das hätten wir dann auch schon mal kurz schnell gemacht. Boah. Hast du noch ein paar Sekunden. Güterzug. Kantopolis. Werkzeug. Haben wir nicht Werkzeug schon als eigenes Ding drin? Als GTR. Hm. Ist ja eigentlich Old Kent Weiz, ne? Ja, das andere ist Skinny Mountain Werkzeug halt. Ach so, stimmt, wir bringen nach Kantopolis. Ja, alles klar. Ja. Kantopolis Werkzeugtransfer. Können wir mal eine andere Farbe nehmen? Ja, bitte kein Gelbton. So. So ein katastrophales Knallgrün. Können wir auch gleich noch machen, ja. So, dann wollen wir hier. Ja. Ja, und den noch stromifizieren, glaube ich. Ja, den stromifizieren wir gleich noch. Ganz energisch. So, hier geht er unten mit durch, kommt hier oben raus, fährt hier hinten rum, fährt da rein. Boah. Sieht aus wie geplant. Dann wie gewollt, jetzt, ja. Dann machen wir jetzt noch den Bahnhof hier. Ja, noch ein paar. Damit der Strom auch reingeht in den Bahnhof. Oberleitungsmasten da einfach mal dran nageln. Ja, und Hochgeschwindigkeit. Geht nicht. Geht nicht nachträglich so stromifizieren.
Lässt sich nicht nachträglich stromifizieren. Dann muss ich zumindest mal gucken. Nö. Oh. Abrissbirne? Die kriege ich da nie wieder so rein. Eigenen bauen auf der Seite? Bringt aber nichts. Nein, da muss ich irgendwann stromeffizient werden. Ja. Boah. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um. Alter Schwede. Ich glaube 80 war das. Ja. Boah, kriege ich da echt wieder rein. Oh. Straßenanschluss klappt auch. Auf der richtigen Seite? Auf der richtigen Seite Straßenanschluss, ja. Alter. Halben Koller hier, ey. 1000 Tode. Aber machen wir auch Hochgeschwindigkeitsgleich gleich, glaube ich. Ja. Oh, passt alles. Na, welcher Zug hat jetzt noch hier? Kantopolis, Baumar, Aschaffenburg. Was hast du jetzt für ein Problem? Irgendeiner. Nee, Linie ist zerstört. Warum ist die zerstört? Wegen der Weiche. Die direkt an dem Bahnhof ist. Siehst du den Weichenkasten? Ja. Im zweiten Gleis. Da war nämlich auch keine Pufferbohle. Also keinen Puffer. Da fährt der andere drauf. Warte mal, warte. Ja, alles klar. Terminal versenkt. Muss auf Terminal 3. So. Wo ist dein anderer Zug? Welcher? Der Güterzug Werkzeugtransfer, der kommt da. Ah, der wurde bloß nicht angezeigt. Ah, jetzt, ja. Passt alles. Nee, der wurde nicht auf dem Ding angezeigt, auf dem, im Bahnhof selber wurde der. Gehst du nochmal bitte auf den Bahnhof. Der fährt nur durch. Nee, der fährt nur durch. Der hält hier nicht an auf dem Rückweg, Manu. Jetzt, der ja. Der nach Highbanks. Ja, okay, sorry. Können ja. Wir jetzt weitermachen? Ja, ich gehe schon von da, ich gehe schon vom Schlauch runter. Ja, ist klar. So, können wir jetzt auch weiter laufen lassen, damit die Einnahmen wieder ein bisschen sprudeln. Zug. Ich glaube, ich brauche mehr Kaffee. Linie, Güterzug, Kantopolis, Werkzeug, Transfer. So, und der Zug fährt los. Unsere erste? Das ist die erste, ne? Ne, zweite E-Lok. Können irgendwelche Wagen nur was anderes? Ach so, den ersten. Ja, weil das doch ein Bromberg ist. Ja, genau. Deswegen wird er anders angezeigt. Aber das ist hübsch. Ja. Hübsch. Stylisch. Und der passt auch gut zu dem runden Heck von dem. Also Front und Heck. Du meinst die Brotkastenform? Ja, genau. Sehr schön amerikanisch. Passt hier super rein. Wir gucken uns natürlich die neue Strecke an. Wo er überhaupt auf Trab kommt. Was hat er eigentlich von der Leistungsbewertung? Weiß ich nicht. Gucken wir dann, wenn er im Zielbahnhof ist. Ob es ausreichend ist, wenn er aufgeladen hat. Super Zündi lecker oder so. Ja, oder einfach nur mittelmäßig. Also wenn das jetzt drin steht, hast du das reingeschrieben. Ich guck jetzt nach. Toll, Manu. So schreibst du sowas da rein? Weil ich's kann. Ja klar, weil ich's kann, du. Fährt der denn jetzt lang? Den Rückweg? Nach oben? Ach
Tja. Manu, was ist los heute mit dir, du? Einfach zu wenig Kaffee. Kennst die Karte nicht mehr, oder was? Müssen wir nochmal eine Nachschulung machen? Ja. 7 Tage Abstand sind schon 8 Tage Abstand sind schon gefährlich. Die letzte Aufnahmesession war ja donnerstags. Das stimmt. Ja. Haben wir heute schon Freitag. Ja, schön, dass wir es heute wieder geschafft haben. Auf dem Freitag. Zur gewohnten Stammzeit. Ja. Ich habe das Gefühl, der fährt hinten über Skinny Mountain. Nee, das meine ich nicht. Ach so. Dein Gegenkam? Nee, der ist auf 87 runtergegangen. Von fast 120 und jetzt kommt er kaum noch in Gang, weil er nur noch bergauf fährt. Die Verwurstelung müssen wir uns leider mal angucken. Ja. Weil da bremst ja jeder Zug ab. Das ist ja ein Kostenfaktor. Das hast du bestimmt eingebaut, Manu. Ich hab da nur die Schrauben nachgezogen. Vielleicht ein bisschen zu eng für den Spurkranz. Ja. So, wir haben immer noch 3 Trams unterwegs von oben nach unten. Die haben wir noch nicht verkauft, das machen wir gleich noch. Aber erstmal wollten wir jetzt die Lok auf den Weg oder den Zug auf den Weg bringen. Na, finden wir den noch? Der ist hier jetzt mal nicht so zu sehen. Ich habe das schon in suizidaler Absicht sich von der Brücke gestürzt, weil sie wissen, dass das Arbeitsleben zu Ende ist. Da steht schon Werkzeug. Das war nicht anders zu erwarten. Ja, wir haben natürlich jetzt auch Holz absolut gepimpt, ne? Dadurch, dass wir hier direkt fahren und dann noch einen Kilometerzug. Und der zweite steht ja auch noch aus. Der zweite steht auch noch aus. Das wollen wir auch gleich noch machen und dann müssen wir auf jeden Fall auch Richtung Steine pimpen. Ja, und die LKWs dann noch aufpimpen, wenn wir Steine auch noch pimpen, weil dann sonst hast du da unten ja voll dann Zufuhr. Ja. Ja, der 80er Radius ist ein bisschen mau, aber lässt sich halt einfach nicht anders machen. Ne? Auch mit einer schwungvollen Kameraführung wirst du die Geschwindigkeit nicht erhöht kriegen. Nur den Faktor. Nicht gut. Wer denn? Hast du das Gleis ausgewählt? Die Linie fehlt. Nee, wieso fährt er denn hier rein? Weil er jetzt wieder rückwärts fährt, oder? Nee. Was für ein Gleis steht denn der? Der steht auf der 3. Aber irgendwo im Weg fehlt elektrifiziert. Ihm. Da fehlt die Elektrifizierung. Ja. Mhm. Mann. Genau der Meter fehlt. Und ich sag noch, hast die Bahn elektrifiziert. Und dann fahren wir da gleich rückwärts rein. Noch Rangierbetrieb auf offener Strecke. Ne, ist noch im Bahnhofsbereich. Oh, wie cool, der fährt sogar rückwärts rein. Entschuldigung für die Reaktion, aber ich finde das so cool. Ich habe ja in den Kommentaren ja auch gelesen, dass manche das mit dem Wendezug deaktivieren nicht so gut finden und dass es vielleicht auch zu Verwirrung und unnötigen Ausgaben führt. Aber das ist ja das, was wir wollen. Und das ist ja auch das, wie man jetzt gerade sieht, die Lok ist da, wo sie ist und da gehört sie hin. Und deswegen wollen wir das ja auch so haben. Ja. Ja, der ist bis zum Ende. Nee, ja. Aber er hält ja in der Mitte. Ja, stimmt. Nee, da fährt das nach Desert. Achso, das ist ja Desert Bluff. Das ist Desert Bluff, das müssen wir noch umbenennen. Ja.
Er fährt weg. Naja, der Bahnhof ist ja 1 Kilometer lang. Na, mal gucken, was er auflädt. Lädt er überhaupt was auf? Ja. Voll? Ja, voll. Auf der nächsten Fahrt kann man dann gleich verlängern. Oh, so sau cool. Entschuldigung. Das heißt Schweinekalt. Ja, das stimmt. Ja, und der Kommentar hier gerade parallel auf Twitch, wo wir gerade live streamen. Ohne unnötige Ausgaben könnte halt Kante nicht seine Zauberkunst unter Beweis stellen. Irgendwo hat er recht. Ja, wieso fährt der 1-Kilometer-Zug nicht bis vorne hin? Ist der Bahnhof länger als 1 Kilometer? Ups. War ich jetzt gar nicht kontrolliert letztes Mal. Ja. Hat jemand mitgezählt? Nein. Ich habe auch nicht mitgezählt. Ja. Also das ist jetzt ja, das müssen wir nochmal nachzählen. Das ist ja außerordentlich schwierig. Und nochmal nachbauen, wenn es nicht reicht. Ach so, nachbauen, ja. Mhm. Ja. Nachkaufen. Also, genau, noch ein paar Wägelchen oder noch einen Schublock hinten dran. Obwohl, naja, bei dem Zug mehr Wagen. Aber eine zweite Lok könnt ihr echt vertragen. Ja, wenn wir eh mehr Wagen brauchen. Oder wir machen einen Hybridzug. Also Dampf, Elektro. Ja, so als Schubkrafthilfe und eine kalorische Verbrennung hinten dran. Ja. Das Booster-Lok. Wir können ja vorne Dampf und hinten die Elektro machen. Also so, wie man es früher auf der Geislinger Steige gemacht hat. Ja. Vorne mit einer Baureihe 52 einen Berg hochgeächtet und hinten schob die E94 an oder dann später auch die Baureihe E50/150. Schon schön geworden. Können wir nur bald nicht mehr die Kohlen abholen, wenn das so weitergeht und wir hier weiterhin zu bauen. Kohle-U-Bahnhof? Kohle-U-Bahnhof, ja. Ja, okay, tiefer gelegt. Was ist das? Nur. Parallelfahrt auch noch. Ja. Tut mir leid. Ja, den müssen wir auch mal ausbauen irgendwann, oder? Wir hatten da noch einen zweiten draufgesetzt schon. Stimmt, ja, der andere muss noch nach Skinny Mountain, muss ja noch ausgebaut werden. Ja, den müssen wir noch doppeln. Oder aufgepimpt werden. 117? Okay, hab ich gar nicht gesehen. Ja, in dem Moment, wo das Gleis sich getrennt hat. Ja, gucken wir gleich nochmal. Werd sich ja aufschlüsseln lassen. Auch eine kurze 119, das ist aber nicht auf nichts Aufreibendes. So, wandervoll hier, oder was? Topspeed bis zum bitteren Ende. Jetzt möchte ich dann sehen, was er einbringt und wie die LKWs losspritzen, wenn noch welche da stehen. Aber da kommt gerade der Steinzug, parallel kommt dann Werkzeugzug. Wird voll, ja. Was 4 Millionen. Bringen? 4. Ja,
Ich stopp mal kurz. Dann kann man da vielleicht noch was Schönes draus zaubern. Ich zauber ja immer gerne so Thumbnails. Also die Bilder, die ihr in Vorschau seht sozusagen. So, der hat abgeladen. Und hier ist vollgeladen. Na ja, gut. Gut verteilt. Am meisten rote. Rote stehen genug da. Und jetzt können sie alle wieder losfahren. So, weil es so schön ist, fahren wir jetzt natürlich den Rückweg auch nochmal mit. Und dann kümmern wir uns um die Steine. Dann müssen wir die Werkzeuglinie einreißen. Die Werkzeugstraßenbahnlinie. Genau. Und die andere Straßenbahnlinie auch endgültig eliminieren. Und die Strecke mit dem Krokodil auch zurückbauen. Um eine, zwei Haltestellen weniger, weil wir ja jetzt nur noch abliefern müssen. Richtig. Und nicht mehr noch quer liefern. Ja, das stimmt, da hast du recht. Da müssen wir auch gucken, ob da die Abfahrt alles hinhaut. Nicht, dass wir gleich da das Terminal uns vollladen. Boah, ist hier Verkehr, du. Bewegung auf der Karte ohne Ende. Ja, dieser kleine Steinzug da oben, der müsste auch mal ein bisschen aufgepumpt werden. Ja, um Steine kümmern wir uns ja gleich. Ich denke mal, das wird noch diese Folge und... Ach nee, das wird diese Folge nichts mehr. Nee, hehre Pläne, aber... Ja, das wäre dann was wir in der nächsten Folge machen werden. Das heißt, Pimp mein Steinzug kommt in der Folge Nummer 35. Ja, und da war jetzt eine 110 zwischendrin. Okay. Im Moment, wo unter der Brücke durch ist. Mit dem Tropfen. Ja, die Strecke sind wir auch schon mitgefahren. Das heißt, wir können jetzt noch mal kurz Geschwindigkeiten einschalten. Dann will ich hier nämlich noch mal gucken. Hier haben wir eine 87 drin. Das ist natürlich absoluter Mist. Eieiei. 48, wir sind 1948, hier kommen jetzt nochmal richtig ein paar Loks. Die 160 km/h-Loks. Da kommen nochmal 120. Die Wagen dazu und ein paar Fahrzeuge. Und die Re44. Die müssen wir uns in der nächsten Folge unbedingt mal anschauen. Pass auf, wir nehmen die hier mal weg. Ja, den Baum können wir auch wegnehmen. Und dann... bauen wir mal das hier ran. Guck mal, da haben wir doch schon die 87 ist damit erledigt. Kann man leben. Ja. Das finde ich auch. Signal. Kriegst du auch noch? So. Guck mal, können wir gleich testen. Wie geplant, ne? Da war auch schon wieder runtergegangen, ne? Da 120. Ja, 120 auf 116. Na gut, kann natürlich auch wieder sein, dass irgendwelche Waggons da. Eine Spinnerei. Die hatten wir ja noch nicht. Nee, das ist 116, das gibt's ja gar nicht. Ich würde halt mal auf ein modernes Gleis umwechseln. Ja, müssen wir eh machen. Habe ich das ganze Stück. Ja, 144 so, Tester, aufgrund einiger Startschwierigkeiten bleiben sie. Nur die Brücken im Prinzip, aber das ist ja nicht schlimm. Verständnis. Sir Chris, vielen Dank für euer Resub. So, dann weiter vorne war auch da. Noch 116 da in der Zufahrt von der Zuführung. Genau, 116. Da hat er aber gebremst. Ne, es war weiter vorne, Entschuldigung, weiter vorne. Richtung Kantopolis. Muss noch ein Knick drin gewesen sein. Okay. Das ist doch das Stück hier. Ja, das 116 kommt von rechts. Ja.
das Stück mal modernisierst von rechts. Stück. Ist modernisiert. Kannst nochmal entmodernisieren und nochmal nachmodernisieren. Weil da kommen ja zwei verschiedene, kamen ja die ganze Zeit zwei verschiedene Gleistypen aufeinander. Also dass er sich daran gestört hat. Ja, ja, das stimmt. Würde ich sagen. Nimmt mal Steinzug die nächste Folge. Ja. Pimp mal Steinzug, pimp mal Werkzeugzug, also wir hatten da alles. Der ist nämlich gerade schon wieder am Einrollen. Ja, der wird hier auch noch Spaß haben. Ja, komm, wir hauen euch jetzt alle weg hier. Sonst kriege ich das nie hin. Ja, geht auch auf die Fahrzeuge verwalten. Und. Und die Linie. Ihr lieben Fahrzeuge. Old Werkzeug. Löschen. Das ist er. Versammlung. Ja gut, das ist natürlich jetzt alles zurückgegangen. Naja, egal. Er hat auch kein Holz mehr auf Lager. Fehlen die Brettchen. Gut, dann 46 Minuten. Ja, dann machen wir jetzt zumindest noch eben den Zug ändern. Aber wenn wir das jetzt ändern, machen wir nachher auf Rückfahrt, wenn er leer ist. Ja, wenn er leer ist. Und die können wir auch alle schon jetzt noch verkaufen. Nichts mehr mit Kapazität unterwegs. 136 ist da auch noch unterwegs. Ja gut, machen wir, wenn der E-Zug unten ist. Sind wir ganz gut dabei. Ja, wie gesagt, die Steinzuglinie machen wir in der nächsten Folge und machen noch ein bisschen Kleinigkeiten dann auf den anderen Linien, damit wir hier alles im grünen Bereich haben. Guck mal, wie das hier aussieht. Alles leer hier fegt. Kommt bleiben gleich die Züge wieder. Genau. Und damit da immer noch genug vorhanden ist, werden wir natürlich in einer weiteren Folge uns um die Steine kümmern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch Spaß gemacht hat. Und wir uns wiedersehen in einer weiteren Folge hier auf Kante zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.